Gnade genügt. In meiner Schwachheit Stärke mir gibt. Gib dir mein Leben und was mich bewegt. Allein deine Gnade genügt. Hallo. Es gibt Dinge, die dem Herrn gefallen. Und es gibt Dinge, die ihm überhaupt nicht gefallen. Ja, dem Herrn, da meine ich einfach unserem Schöpfer und derjenige, der alles gemacht hat, der alles konzipiert, der alles geschaffen hat. Der von sich sagt, er ist der Anfang und das Ende, Alpha und Omega. Und der letzten Endes alles in seiner Hand hat. Es gibt viele Dinge, die wir einfach über ihn nicht verstehen. Aber es gibt eine ganze Menge, die wir sehr wohl verstehen, weil sie einfach in seinem Wort niedergeschrieben sind. Wie zum Beispiel in der heutigen Losung, wo es heißt, keiner erinnere Arges in seinem Herzen gegen seinen Nachbarn oder seinen Nächsten. Und liebt nicht falsche Eide, denn das alles hasse ich, spricht der Herr. Lässt uns der Zacharia sagen, der Prophet, der wirklich auch eine mächtige und gewaltige Botschaft hat. Auch da werden wir wieder mal einen kurzen Überblick haben über Zacharia, damit wir ihn vielleicht ein bisschen besser einordnen können. Aber wir merken an diesen Dingen, die der Herr wirklich nicht mag, ist, wenn man einfach ungerecht ist und Dinge tut, die dem Herrn letzten Endes auch ein Gräuel sind. Und das hat natürlich auch Auswirkungen. Nämlich unsere Beziehung zu ihm wird dadurch gestört oder sogar zerstört. Und wenn Menschen nur nach ihrem eigenen Gutdünken handeln, wo sie denken, das ist richtig oder das steht mir ja zu, aber in Wirklichkeit ist es ganz anders, dann hat das auch eigentlich Auswirkungen. Wenn wir wissen wollen, was dem Herrn gefällt und nicht gefällt, dann ist es einfach ganz, ganz einfach, dass wir sein Wort ernst nehmen und es uns einfach vor Augen und ins Herz führen lassen. Im Neuen Testament dann, seid untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Das schreibt Paulus im Brief an die Epheser, Kapitel 4. Dass die Bereitschaft, einander zu vergeben. Und zwar fügt er noch dazu, wie der Herr uns vergeben hat. So sollen wir auch anderen vergeben, die sich an uns versündigt oder schuldig gemacht haben. Das mag nicht leicht sein, manchmal sogar sehr, sehr schwer. Aber dennoch ist es möglich, weil der Herr es möglich gemacht hat, weil er uns vergibt. Und die Möglichkeit, die einzige Möglichkeit, diese richtige und vollkommene Vergebung zu erfahren und auch zu geben, ist in Christus. Wir können das nicht aus eigener Kraft. Aber wenn Jesus in uns ist, dann ist es tatsächlich möglich, diese Fähigkeit zu vergeben. Egal wie groß die Schuld ist. Und da gibt es auch eine ganze Menge Beispiele. Aber am besten ist immer noch, wenn wir aus dem eigenen Leben diese Beispiele erfahren und erleben und auch weitergeben können. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall auch noch einmal einen guten und einen erfüllten Tag, dass du Gottes Liebe erlebst und auch weitergibst. Und das wünsche ich mir auch natürlich. Okay, tschüss. Tilgt durch dein Blut und Gnade ist für mich genug. Allein deine Gnade.
mir genügt. In meiner Schwachheit Stärke mir gibt. Ich geb dir mein Leben und was mich bewegt. Allein deine Gnade genügt. Das Blut Jesu lässt mich gerecht vor dir stehen. Es hat alle Schuld gesühnt. Die Gnade hat über Gericht triumphiert. Und nun bin ich frei in dir. Allein deine Gnade genügt. In meiner Schwachheit Stärke mir gibt. Ich geb dir mein Leben und was mich bewegt. Allein deine Gnade genügt. Allein deine Gnade genügt. In meiner Schwachheit Stärke mir gibt. Ich geb dir mein Leben und was mich bewegt. Allein deine Gnade.